Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier auf dem äußeren Kontinent schon seit einigen Parts, haben im letzten Part die Stadt oder das Dörfchen dahin neben uns besucht, Condea Bata. Und man möchte es nicht glauben, auch hier sind bereits die Schwarzmagier. Allerdings war an dem einen was komisch. Der schien irgendwie nicht so leblos zu sein, wie wir sie bisher kennengelernt haben. Ganz im Gegenteil, der hat einfach die Flucht ergriffen und ist von uns davongelaufen, als wir mit ihm reden wollten. Und den verfolgen wir jetzt. Wir waren sogar schon mal in dem Wald vor einigen Parts und da gehen wir einfach wieder hin. Ja, natürlich bleibt das Kämpfen nicht aus, aber das ist mir eh mehr als recht. Nur einer. Das ist aber mager. So. Boah, das wurscht, was wir machen. Ah, jetzt verschwindet er, das ist schlecht. Ich depp. Ich doof hier. Da treffen wir ja nichts. Okay, 20.000 mal fail. Fail, fail. Ah, man konnte gar nicht den Stab den Schaden machen. Super, das glaube ich. Habe ich vergessen. Dann deckt er sich wieder auf oder so, ne? Nö, ja, da verdue ich mich, glaube ich. Da, perfekt, ein bisschen. Ein paar EP. Punkte und ein paar bisschen Gil, auch nicht schlecht. Ich könnte doch mein eigenes Wörterbuch aufmachen, ja, darin vorlesen und überhaupt erstmal ein Schreiben, damit das geht. Ja, Zockes eigenes Deutsch. Jetzt, ja, bei dir darf ich machen, ja? Beim Sagnati. Ja, das war ordentlich. Ja, kannst schon machen. Das juckt nicht. Erlernt. Wir bekommen Wüsten-Skorpio-Karte, Peritot, High-Potion, das soll eigentlich Trank heißen, ne? High-Trank, also großer Trank und ein bisschen Geld. Ja, möglicherweise umkleiden, ja. Gladius ist schon fertig? Das geht ja nicht. Kann es nicht schon fertig sein? Was soll ich dir denn ausrüsten, Schnucki? Flott unterwegs, unsere Leute. Flott unterwegs. Mehr kann man dazu gar nicht sagen, Scheiße. Da geht dir gar nichts. Du musst wirklich nichts lernen, Zitane. Nee, kein Bock. Mäh. Ich hasse Schule. Ja, das war so klar bei ihm, ne? Hoppala. Das war einmal zu viel. Entschuldigung. Quinalein wollte ich noch überprüfen. Ja, Mistgabel, ne? Mithrilgabel, Entschuldigung. Ist jetzt eine neue Waffe. Die haben wir im letzten Mal gekauft. Tut. Muss ich mich gerade mal räuspern dabei. Die Magierkutte könnt ihr tragen. Ja. Ah, und Level Up ist bald fertig. Alles klärchen. Na fein. Und weiter geht's. Ganz recht, dort hinten waren wir schon ein paar Mal. Wir haben auch den Wald der Schwarzlinge, wie sie hier freundlicherweise genannt werden, schon auch mal betreten.
aber wir sind nicht weitergekommen. Ist ja alles Sackgasse hier. Was soll's? So, jetzt gibt's gleich wieder gebratenen Sagnar. Oder gevierteilt. Keine Ahnung. Mal schauen, wer schnell. Ja, das ist echt komisch. Stimmt schon, ja. Aber es ist ein Spiel, ne? Kein echtes. Nee, ein Spiel. Spiele ist gleich Fantasie, ist gleich soll Spaß machen, ist gleich nochmal gesagt Fantasie. Ja, nix echtes Leben. Nix echtes Leben. Auch wenn man sich manchmal das wünschen würde, dass das echte Leben oft so einfach wäre oder so schön wäre oder so friedlich wäre, wie es in manchen Spielen eben auch dargestellt wird. Oder man dort eben eine Geschichte gerade spielt, wo es eben so ist. Ja. 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 So, du Handy. Darf ich dann bitte mal in den Wald rein oder muss ich hier noch im Weg 12.000 Leute kämpfen? So, bitte abnippeln. Ah, natürlich geht es sich heilen. Der hat den Braten schon gerochen. Ja, aber sag nach vorhin. Ich weiß, der ist schlecht. Ich weiß. Der nährt sich heute auch wieder. Ich weiß nicht. Na los, mach sie fertig. Brav, Queener. Ja, Zitani hat Level Up erlernt und Quina hat eben die Fähigkeit Level Up erlernt. Das war gerade echt komisch. Also lustig irgendwie. Schön. Anlegen. Bei dir, mein Gutscher. Du bekommst keine Elfenohrringe mehr. Oh. Du kannst Korallenohrring kann man dir geben. Und geben wir dir den Kraftgürtel. Für den Konter. Mhm, machen wir so. Vielleicht mag Zidane den Elfenohrring ja lieber. Aber ich glaube nicht mehr dran. Ah, den hätte er auswählen dürfen. Ach so, den hat er eh schon. Den hat er eh schon. Ja, wenn sonst nichts ist, ne? So, also rein da. Jetzt tut sich hier nämlich was. Tata, rein da. Was? Was war? Wie, wer, was? Wie war das? Tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennt und wo nicht mal die Eulen sich trauen, ihr Nest zu bauen. Ja, aber da sitzen doch drei. Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Wir können jetzt erstmal darüber schauen, ne? Eigentlich. Wenn da drüben die Eulen wohnen, vielleicht geht jetzt was weiter. Ja. Natürlich. Dann gehen wir halt hier lang. War nur ein Versuch. Ich war mir... was? Ah, es müssen alle Eulen wegfliegen. Dann pass. Es wird ja auch... genau, das wollte ich gerade sagen. Hier wird auch gekämpft wieder. Wie gesagt, uns soll es recht sein. Her mit den Level-Ups. Was ist denn das für ein Uhu? Ratzinger? Ist das ein Ratzinger? Ist der empfindlich auf Donner? Ist echt ein Ratzinger. Tatsächlich. Auch nicht schlecht. Ratzinger, komm nochmal, bitte. Der muss gefressen werden. Ja. Ich bin
jetzt schon gar nicht mehr gewohnt, dass wir etwas essen dürfen als Queener. Schön, da halt auch. Ja. Wer hat ja große Ohren? Da wir jetzt eh so wenig Damage machen. Das muss ich jetzt herantesten. 800, ja, so viel zu wenig Damage. Vielleicht nur ein kleines Feuer. Dafür brennt es. Alter. Dafür brennt aber es, ob er den schon vom Speisen kann. Boah, Juli macht auch schon Schaden. Nee, du. Ich nehme da jetzt nicht ab. Ah, das war gar nicht. So, bleib ich wieder. Behalte deines Amtes. Ja, freilich. Was kommt jetzt? Dann ist Willensabend. Regenbogensturm. Oh, hübsch. Ich glaube, Lili muss bald wieder heilen anfangen. Ja, die Steine. Quatsch. Wie oft sie jetzt nicht aber sein? Das ist ja unfair. Quatsch, jawohl. Ich denke, jetzt wird mal wieder geheilt. Lass dich jetzt bitte fressen. Dann brauche ich mich heilen auch nicht. Ungenießbar. Lol. Es war ein Uhu. Quina ist ja richtig wählerisch. Wup, wup, wup. Lili hat Level Up erreicht. Spee. Und wir bekommen wieder einen dicken Batzen Geld. Können wir bald wieder shoppen gehen. Heilen. Lili-Mäuschen, bitte heil was. Einmal das hier, hier und so und da auch noch. Fein, dass du das gemacht hast. Brav, Lili. Brav. Jo. Immer gut umgehen mit den Leuten, ja? So, fliegt jetzt mal einer weg. Irgendwie haut das nicht hin. Aha, jetzt fliegt einer weg. Oh, look, look. Moment, will der etwa, dass wir ihm folgen? Mit Absicht? Ist er nochmal nachschauen gegangen? Naja, könnte auch sein, dass er versucht hat zu schauen, ob die Luft rein ist. Und ob wir ihm da wohl nicht folgen tun. Man darf bloß da mal kommen. Kein Wunder, dass dort jeder glaubt, dass niemand ist. Das wird die sich verstecken tun. Das werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Was du meinst? Haut das Händ. Boah. Boah. Ich glaube, Ramu war gerade ein kleines bisschen sauer. Wie eine Essiggurke. Essiggurke. Was? Jawohl, Mimi hat Stopp erlernt. Halt, Stopp stehen geblieben. Supi. Das genügt mir aber noch nicht. Dann rennen wir halt nochmal da lang. Und jetzt? Ah, jetzt fliegt er weg. Aha, jetzt passt. Jetzt tut sich was. Oh. Da ist er. Eine Illusion, ne? Ist klar, dass jeder da nicht weiterkommt. Und denkt, da kann nichts sein. Darf man sich ja gar nicht wundern. Aber ist schon cool, oder? Ist schon cool. Ich find's cool. Dorf der Schwarzmagier. Wow! Was habt ihr denn? Wow, der Deichsel. Menschen! Oh, weg. Warte doch. Hast du die gesehen? Ich glaube schon. Kneif mich mal bitte. Au, nicht so doll. Was? Sie haben gesprochen. Hast du gehört, wie sie gesprochen haben? Es gibt also noch Leute wie mich. Mama, Papi, ich komm schon. Was? Warum existiert in einem fast ausgestorbenen Wald ein Dorf wie dieses? Keine Ahnung. Wo ist Vivi hin? Ich
glaube, er ist dorthin, aber hey, jetzt warte doch. Ein Dresser, ein Dresbetätigplatz. Unglaublich, oder? Na, herzlichen Glückwunsch, dafür hat man Freunde. Ja, wenn die rennen alle einfach mal davon, wenn man sie am meisten braucht. Was? Das, so sollte das eigentlich nicht funktionieren. Wie? Ein Active Time Event. So. Event wählen. Aufruhr. Wir nehmen gleich das erste. Freilich. Menschen, versteckt euch. Bitte schnell. Oh. Nicht verstecken. Bibi. Was hat es nur mit diesem Dorf auf sich? Oh. Versteckt sich alle. Menschen, die haben Angst vor uns, Schwarzmagier, haben Angst vor uns. Huch. Tja, die Welt wird nicht mehr allzu lange stehen. Ist hier was versteckt? Da ist was versteckt, ha? Oh, das bist du. Schwarzmagier Nummer 239. Was kann ich für euch dazu tun? Ich gehe da gleich wieder. Atme, ganz ruhig, ganz ruhig. Lass dir nichts anmerken. Herz, schlag langsam. Schlag langsam. Ja, ja. Wir haben schon alles. Oh. Wir haben schon alles. Da hat nichts Neues. Einfach umdrehen. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Nein. Oh, er ist draußen. Er ist gegangen. Gott sei Dank. Da? Ein Elixier? Supi. Ich mag die Musik so. Hier, ich mag überhaupt alle Musikstücke, die hier so im Spiel sind. Schon wieder falscher Knopf. So. Event wählt jedes einzelne Wort. Schwarzmarke Nummer 288. Er ist es also, der mit den Menschen in dieses Dorf kam? Mach dir keine Sorgen, er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht und einer von uns. Da, danke schön. Wer sind all diese Leute hier? Sie sind alle hierher geflohen. Aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja. Um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein... Ach, wie hieß der Ort? Also wie hieß so ein Ort nochmal? Dieser Ort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Heißt das, hier unter der Erde sind... Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Ja, das war es. Wir haben hier ein Dorf gebaut. Und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und dann ist Nummer 36 eines Tages aus heiterem Himmel einfach so stehen geblieben. Er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, erzählte mir, dass dies bedeutet, zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Man ist es süß. Ach komm, es ist niedlich gerade. Entschuldigung, passt überhaupt nicht, aber... Ach Gottchen. Ich verstehe nur nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen, oder? Wie ist er denn einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Och Gottchen.
Ah. Haben wir hier vielleicht irgendwas Tolles drin? Hallo. Schwarzmagie Nummer 163. Seid herzlich willkommen. Ja, genau. Was kann ich für euch tun? Einkaufen möchten wir gerne, bitte. Aber was hättest du denn? Hast du irgendwas Neues im Petto? Dann nehmen wir Sexy mit. Passt, wir brauchen nicht dabei. Ich bedanke mir. Das nächste Active Time Event. Eindringling und Besucher. Oh, Lilly. Verzeiht, aber ist das hier... Also ist das hier für euch ein Dorf? Was ist das hier für ein Dorf, soll ich sagen? Entschuldigung, ich bin etwas, verwirrt. Was wollt ihr hier? Das ist unser Dorf. Genau. Wieso sitzt das so weit oben? es war doch bestimmt der Kleine, der euch hierher geführt hat, nicht wahr? So macht ihr Menschen es immer. Immer nutzt ihr uns aus, ihr Bagage, Dreckiges. Meint ihr Vivi? Ihr versteht das falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Vivi Schwarzmagier treffen, die einen eigenen Willen besitzen. Ganz genau. Und außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der euch für seine dunklen Machenschaften missbraucht hat. Genau. Ist das auch wahr? Lass dich nicht in die Irre führen von diesem komischen Weib da. Glaub ihnen nicht. Menschen lügen immer. Nein, es ist die Wahrheit, ich schwöre. Ich möchte ebenso wie ihr, dass mit diesen Grausamkeiten endlich Schluss ist. Interessant. Jo, wo gehen wir zuerst hin? Geht's hier eigentlich auch runter? Ich mache mir gar nicht mehr sicher. Ich denke, wir werden zuerst... Wow, Vivi. Hey, Vivi. Was ist hier los, bitte Gaschenroboter? Das ist doof. Noch ein Active Time Event. Goldene Nase des Meisters. Das ist Quina. Definitiv. Aber um goldene Nase. Wäre man die weg, Mann? Ich habe euch gleich gar nichts getan, Mann. Sehr verdächtig. Mann! Es liegt was in der Luft. Das kann doch nur... Oh je, er hat Witterung aufgenommen. Das ist schlimmer wie ein Hund. Mei, irgendwie ist der Friedhof so liebevoll gestaltet. Wie viele sind denn schon gestorben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind schon stehen geblieben. Okay, wie schlimm. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle sprechen könnt? Wir sind plötzlich erwacht. Jeder aus einem anderen Grund, aber... Erwacht? Wie denn erwacht? Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nein, überhaupt nicht. Es wurde nur plötzlich hell. Was? Dasselbe ist auch bei uns der Fall. Aber auf einmal waren wir erwacht. Nur als ich erwachte, lag ein toter Mensch neben mir, der mit Blut überströmt war. Boah, ich habe das damals nicht verstanden. Aber ich zitterte am ganzen Leib. Ich bekam Angst. Ja, wirklich wahr, wirklich, ich schwöre, ich wollte das doch nicht. Und ich bin einfach losgerannt, so schnell ich konnte. Um mich herum standen viele, die das Gleiche durchgemacht hatten. Und so entschlossen wir uns zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einiges an Informationen sammeln und erfuhren von diesem Dorf hier. So war das also. Ob es wohl unter der Erde kalt ist? Mein Gottchen. Ach herrje, es ist schon... Ja, und wo ist jetzt Vivi hin? Ich würde sagen, wir gehen vorher noch zu Lilly. Zitane! Was ist hier los, Lilly? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja, genau. Weshalb sind wir eigentlich hier? Zitane! War doch nur ein kleiner Scherz. Immer schön locker bleiben. Der war aber fehl am Platz. Jetzt, wo ich fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten?
Spaß. Ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lilly? Oh Mann, der Kerl, ey. Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Jetzt verdient er einfach so ihr Vertrauen und ich red mich da fast um Kopf und Kragen. Oh, Männer halt, ne? Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, aber er ist nirgendwo zu finden. Hoffentlich hat ihn diese ganze Situation nicht zu sehr mitgenommen. Ich mache ihm nicht Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Hey, Lilly. Na toll. Ja, du Trottel, jetzt hast du sie beleidigt, ja? Und wieder mal heißt es dann, hä, was habe ich gemacht? Na, er hat es nur mal da ihre Bemühungen einfach so in die Mülltonne getreten, sie ein bisschen bloßgestellt, den Ernst der Lage komplett ruiniert, und dann wieder alles für sich an Pluspunkten gesammelt, ne? Klass. Aber dann versteht der Mann nicht, was in einer Frau vorgeht. Na, wie geht das denn auch? Aber wehe, wir Frauen machen das mit den Männern. Oh je, dann ist Männerschnupfen ganz groß. Ja. Ja, ist ja so. Das Natürliche, Unnatürliche. Ja, großartig. Natürlich, unnatürlich. Was ist das für ein Ei? Mann. Oh, ja, der hat doch halt das verdeckt. Verschwinde. Dieses Ei bekommst du nicht. Seid nicht so geizig, Mann. Geteilte Freude ist doppelte Freude, Mann. Teilt es mit mir, dieses unglaublich köstliche Schokobo-Ei. Ja. Dieses Ei wird nicht gefressen, verstanden? Das hat uns Mama Schokobo hinterlassen. Und wir hüten es wie unsere Zipfelmütze. Mama Schokobo ist eines Tages einfach stehen geblieben. Genau, wir sind nun seine Mutter und brüten es aus. Das geht nicht, Mampf. Hat er überhaupt schon mal ein Lebewesen großgezogen, Mampf? Sei still und ob wir das können. Ja, genau. Ihr wollt es doch bloß heimlich essen, was? Was? Heimlich essen? Spinnst du? Geht doch nicht. Willkommen zum hemmenden Schwarzmagier. Oh, der Schmied. Der Schmied. Ah, Runenklinge will die haben. Mithrildolch im zweiten. Okay, muss ich gleich kaufen gehen nachher. Das haben wir schon, das haben wir schon. Halsduft, Kristall, geheim. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, steht dabei. Haben die da? Martein-Schild. Sternenrute. Ein Uriel. Okay, das kriegen wir auch hin. Refleckring. Kriegen wir sicher auch hin. Da haben wir den Refleckring, den wir vorher hätten können im Arm. Trainer im Aktionshaus kaufen tun, ersteigern können tun. Ach, wo war denn jetzt schnell der... Ah, der war da drüben, Moment. Na, falsch, Entschuldigung. Ein zweites Mithril-Schwert, Schwert sage ich, Mithril-Dolch habe ich leider nicht. Das heißt, ich muss mir schnell einen kaufen gehen. Ich kaufe mir schnell einen. Was kann ich für euch denn so tun? Das ist immer noch nervös. Tut mir leid. So, einmal das hier. Dann habe ich vergessen, eine Sternenrute, die werde ich extra kaufen. Dann, was hat noch gefehlt? Wenn ich mal eine erinnere mich brauche, ist es nie da. Lamia Tara, glaube ich, war eins. Oh Gottchen, das weiß ich nie auswendig. Ich glaube, bin ich schon fertig mit meinem Latein. Bam, 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 badadadam. Ich hätte sicher nochmal einkaufen müssen. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Entschuldigung. Außerdem muss ich da auch noch rauf. Warte mal kurz. Vielleicht darf ich da schon rauf? Ja. Da oben ist nämlich auch noch was. Schub. Da kann man, glaube ich, Sachen belauschen. Gab es, glaube ich, auch mal was und das müsste irgendwo eine Truhe sein. Wie komme ich denn da hin zu der Truhe? Da hinten ist eine, ich sehe sie. Da. 843 Gil haben wir bekommen. Das war es aber auch schon. Stimmt, das ist für später. Haha. Ich ziehe uns alle an.
ich gerne was schmieden. Einmal die Runenklinge, bitte. Fährt dann brauche ich. Halt, Ida. Das Martein-Schild. Ja. Und das untere habe ich vergessen. Ein Murgistab brauche ich noch und eine Fußkette. Fußkette? Kriege ich eine Fußkette her? Hat sie da auch zum Kaufen gegeben? Na, oder? Eine Was war jetzt das andere? Multistab. Multistab und Fußkette, genau. Hoffentlich kriege ich den da. Ein Multistab. Hallo. Na, der hat keinen Multistab, der hat eine Sternrute. Scheiße. Und diese Fußkette hat er auch nicht. Ah, ist das bitter. Kein Multistab und keine Fußkette mehr. Mich trifft der Schlag. Was mache ich denn jetzt? Das ist blöd. Oh, der Part ist auch zu Ende. Na gut, dann würde ich sagen, ich laufe mal schnell darüber. Da war ein Mogli. Und bleib einfach da mal hier stehen. So. Speichert das Ganze und im nächsten Part geht es weiter. Ich glaube, ich durfte im obigen Dorf durfte ich welches kaufen. Fußkette weiß ich jetzt nicht. Die gab es glaube ich noch gar nicht. Boah, dann müssen wir irgendwann mal wieder zurück und das schmieden, dann wenn wir eine haben. Na, Servus Kaiser. Na gut. Das ist aber die Sorge von unserem nächsten Mal, sollte ich sagen. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!